Los geht's. Rein ins So. Bett. Ich habe einfach auf der Wiese wieder schlafen müssen. Oh Mann, ey. Ja, das ist halt, ne, also man muss halt auch ganz klar, jetzt denkt Jinro natürlich, er ist im Hof angekommen, muss man natürlich gleich wieder gegengehen, ne? Herzlich willkommen zu einem weiteren Video hier beim Landwirtschaftssimulator zusammen mit Jinro. Hallo. Hallöchen, wir sind wieder da. Und Leute, es gibt Genau. eine Überraschung. Feld Denn 19. wir schauen es uns an. Schnell hin, alle arbeiten stehen und liegen lassen. Partyleuchte eingeschaltet. So. Denn Der Plan hat man funktioniert. Sieht es, das Feld ist, muss gepflügt werden, aber das ist vollkommen okay. Aber Es Hauptsache, sorgt und 100%, 100% schon gedüngt, ne? Also. Genau. Wir kaufen uns auf jeden Fall Feld 19 wieder. Was allerdings mein Vorschlag wäre, ist, ich würde gerne hier Wir mehr warten, bis es Abstand haben. gestriegelt ist. Ich würde hier gerne, also hier auf jeden Fall noch Gras haben, dass wir wirklich normal langfahren können mit den Fahrzeugen und oben den Platz halt haben, dass wir wieder Bienen und hin platzieren können. Auf jeden Fall. Das heißt, wir wissen alle, was das heißt. Letzte Kannst du mir Folge. mal sagen, wie teuer Feld 19 ist? Ich sag das dir aber sofort. Ach, schlappe 180.000 und 400. Sehr gut, die haben wir jetzt schon wieder auf dem Konto. Oh Mann, ey. Rein in die raus aus der Finanzkrise, rein in die Finanzkrise. Und Jingo, so, los geht's. Ja, magst du einmal Feld 19 kaufen? Aber selbstverständlich. Danke, Jakob Fischer. Ich hätte jetzt natürlich noch gewartet, bis er das irgendwie entkrautet. Danke, Chauchi, ne, dass ich dir das hier diese ehrenhafte Aufgabe überlasse. Ja, nicht, dass er dann danach gleich geflügt hat und irgendwas drin ist. Ja, doch wieder. Nachher ist dann da irgendwie, weiß ich nicht, Baumwolle drin oder Kartoffel oder so. Das wollen wir nicht. So, einmal Feld 19 kaufen. Wie sieht's aus? So. Kann ich nicht. Kannst du nicht. Kann ich nicht. Ich hab den falschen Button Moment, oder was? Ruf. Ne? Ich kann nicht. Nur? Doch. Ja, aber ich kann nicht kaufen. Ich kann nicht kaufen! Versuch nochmal. Jetzt kann ich's kaufen. Geht doch. Laut. Puff! Ah, das Bam. Sah schön aus. Ein so, Imperium! Es raus. Wächst! So, ja. Und jetzt sag ich, wie es ist. Ich würde da einmal lang malen schnell. Ja, du malst, ich mache hier nochmal weiter mit dem Unkraut. Oder ich würde auch nicht lang malen. Ich würde, ganz ehrlich, wollen wir uns mal kurz hinlegen, weil dann kann ich danach nämlich malen. Weil jetzt gerade ist es so dunkel, ich erkenne ja die Hand vor Augen nicht. Na und dann. Solange es noch nicht schneit. Wobei, jetzt sind schon gleich 6 Uhr. Los geht's. Rein ins Bett, ich habe einfach auf der Wiese wieder schlafen müssen. Oh Mann, ey. Ja, das ist halt, ne, also man muss halt auch ganz klar, jetzt denkt Jinro natürlich, er ist im Hof angekommen. Muss man natürlich gleich wieder gegengehen. Ne? So. Hier einmal malen. Ich hätte hier gerne Gras. Also zum einen brauchen wir unten wieder einen Wenderadius. Raus aus der Finanzkrise, rein in die Finanzkrise. Peter Zwegert war letztens hier und hat gesagt, Leute. Peter, wo bist du? Oh, was macht ihr nur? Und wir so, ja. Das ist unser Way to be. Und ganz ehrlich, dann wird halt einfach Insolvenz angemeldet, 10 Jahre abgetaucht und dann. Also. Und dann sind wir wieder da. Wieder ein Phönix aus der Asche. Schulden quasi vom Staat weggemacht und dann heißt es: Hey Leute, wollen wir nicht mal einen neuen Hof aufmachen? Diesmal versuchen wir was richtig Krasses. Diesmal werden. Staffel 2. Diesmal ohne Kredite. Ja, genau, wer es glaubt. Und in Folge 3 seht ihr dann am Titel schon, wir sind Multimillionäre. Scheiße, jetzt habe ich mich hier einmal verbuddelt. Kacke. Wird Chauchi es schaffen, das Land richtig zu bemalen? Das werdet ihr in der. Ne, Moment, wieso sind wir noch gar nicht? So. Nein, es macht mal keiner diesen Scheiß. Aha. Jetzt bist du einfach auch schon zu sehr hyped, ne? Das ist, du bist jetzt sehr aufgeregt und das ist natürlich ja, jetzt auch. Jetzt bin ich ein bisschen heiß. Jetzt bist du heiß. Aufs Feld.
Also wir haben ja auch hoch gepokert, ne? Aber die KI hat uns mal wieder nicht enttäuscht in diesem Spiel. Gutes Game. Danke hier nochmal ein großes Lob auch an die Entwickler für und diese. Jakob Fischer. Und Jakob Fischer, also Jakob Fischer hat uns wirklich so ein bisschen auch, ja, den Allerwertesten gerettet, ne? Das muss man auch mal dazu sagen. Ist so. Weil Und wir Jakob Fischer eigentlich so, seit 18 haben. ey, jetzt kann ich mit meiner Produktion starten, endlich. Und wir so, ey, Verkaufen! wir kaufen dir einfach dein scheiß Feld wieder ab, Bro. So. Frage, so ein normales Windrad oder so ein großes Windrad? Also, ich habe mal nachgeguckt, es gibt ja hier so ein paar Worksheets im Guide bei Steam. Also, so gesehen refinanzieren sich beide Windräder zur selben Zeit, nämlich nach 12 Monaten selbst wieder, ne? Aber ich glaube, von der Kosteneffektivität und weil das große Feld auch einfach, das große einfach riesig aussieht, würde ich sagen, kaufen wir einfach wieder ein kleines, oder? Na gut. Ich dachte, jetzt kommt, kaufen wir ein großes, um richtig zu investieren, aber da hatte Jinro nicht die Eier. Also kaufen wir ein großes und dazu kommen natürlich wieder ein paar Bienen. Für mehr So wie sich Honig. das. Für Ja. mehr Honig, weil vor dem Honig ist nach dem Honig. Oh Mann, ey, das schneidet hier aber auch wieder null, das Ding, ey. Junge, 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 Junge. Während ich hier So. im hohen Gras durch die Gegend warte und versuche hier irgendwelche Stöcker klein zu häckseln. Ich hätte auch Schön gerne viele. so eine Drehfunktion halt einfach. Oder dass die Klappe ein bisschen größer ist halt von dem Ding hier. Inwiefern das die Klappe größer ist? Naja, wo ich halt das Häcksel gut draufstelle, weißt du? Ich finde jetzt hier noch so ein Ding und dann reicht das, glaube ich, mit. Da haben wir ja schon was und hier ziehen wir jetzt erstmal unsere Malerei weiter runter. So, das Ding ist da. Subi, hier ist noch ein Baumstamm. Den willst bestimmt du dann haben. Das kann ich eh nicht tragen. Hier ist noch ein Baumstamm. Bei manchen Ich habe Sachen, wenn man jetzt. sie siegt, bleiben auch einfach keine Äste übrig, ne? Da verschwindet das halt einfach. Und ist dann Na, das halt. ist dann, wenn zu wenig ist. Also entweder schneidest du dann zu viel ab. Ja. Oh ja. Na, wo ist er denn jetzt auch? Weil das ist echt noch hier ein Riesenfeld, ey. Ja, aber so wollten wir es ja haben. Das war ja der Plan. So sieht's aus. Wir wollen euch ja auch weiter mit gutem Content versorgen. Und das heißt natürlich auch, wir wollen mal ein cooles Feld haben. Oh, ich kann diesen Ast nicht absehen. Ja, jetzt. Aber das heißt natürlich auch, Oh, muss man wow, auch der ganz. Baum hängt in dem anderen Baum drinnen hier. Die Weide hängt in der anderen Weide. Krass. Muss man natürlich jetzt auch ganz fair sagen, das bedeutet für uns natürlich nicht nur, wir müssen jetzt immer außen rum lang fahren, sondern wir müssen auch so ein bisschen mehr Fahrskills an den Tag bringen. Ja, na klar. So, gleich haben wir es geschafft, Freunde. Denn mir ist es halt wichtig, dass wir hier dieses Feld einfach noch mal so ein bisschen So, machen wir hier mal einen schönen begradigen. V-Cut rein. Ja. Zack. Trotzdem So. ist der Baum nicht so gefallen, wie ich wollte, aber das ist nicht so schlimm. Unten haben wir uns leider einen Tucken vermalt, aber echt nur minimalistisch. Ich überlege jetzt gerade, soll ich da noch Gras pflanzen? Wiese. Weil Gras selbst kann ich ja nicht pflanzen.
Meinst du Wiese? Soll ich oder soll ich nicht? Nö, oder? Also, weil sonst wächst halt gar nichts, weil da halt nichts, weißt du, dann wirkt das so steril. Ja, dann mach hin. Sterilität wollen wir nicht. Wir wollen das ja schon, das ist auch. Was ist da auf dem Feld? Ach, da liegt ein Ast auf dem Feld, ein Birkenast. Ach was. Ja. Ich dachte erst, das ist eine Fliegerbombe. Weil, ja, klingt jetzt komisch, aber das Ding ist ja so gestreift, weißt du? Ist ja verrückt. Da war ich ein wenig verwundert gerade und dachte, hä? Erstmal die Erlengrader Feuerwehr anrufen. Als ob da eine Bombe liegt. Und wir so, hey Leute, wir brauchen mal hier ein bisschen Hilfe. Hier wir auf unserem. Hier haben wir eine Fliegerbombe. Wir brauchen jetzt mal hier ein bisschen Support. Okay. Da wechselt dann Chauchi quasi mal kurz das Spiel. Und erledigt das dann auch. Wie ein Profi. Genau. Freunde, wir zünden etwas Feld an und wann wird die Bombe schon hochkommen? Okay. Sieht so professionelle Bombenentschärfung aus, ja? Ja, aber hallo. Alles klar. So, klassischer V-Cut hier. Ja, kennt man ja. Jawohl. So, das Signal anmachen. So, jetzt haben wir gleich gar kein Geld mehr. Und damit endet dann auch unser Let's Play. Ja, wir müssen Insolvenz anmelden. Kopf wieder vorbei, wenn es das heißt, Farming Simulator 24. Ja. Wenn wir da mehr Möglichkeiten haben. Müssen wir dann schon untertauchen, ne? Sag ich, ist ja. Ihr seht dafür dann unser Let's Play. Wir kommen auf Tropico Island. Na los, ja, jetzt. Wir müssen ja. Sägt das hier ab jetzt hier. Müssen ja dann eh nochmal mit der Dingens drüber hier, ne? Meine Güte. Ich muss gestehen, ich wollte bei Rewe einkaufen. Ja? Und ich habe mal dieses Abholen probiert. Und ich bin da echt sehr, sehr, also für die, die auch bei Rewe einkaufen. Das Praktische ist halt, man kann das vorher über die App einfach auswählen. Ne? Was möchte ich kaufen? Man ist nicht in diesem Zugzwang, dass man sagt, hey, ich muss jetzt rein. Knabberkram oder so. Das ist natürlich auch, es spart halt einfach immens Zeit. Also ich bin so jemand, ich gehe halt dann bei dem Laden einkaufen und bei dem Laden und dem und dem und dem und dem. Und dann ist es häufig bei mir so, dass ich irgendwas noch suche und mir dann denke, oh scheiße, wo ist denn jetzt, weiß ich nicht. Produkt XY. Und bis ich dann erfahre, dass es Produkt XY da gar nicht gibt, zum Beispiel, ich habe mal, ich weiß nicht, wer es kennt, wer Käseersatz sucht. Also wer sich zum Beispiel vegan ernährt, ja, und zum Beispiel Reibekäse als Ersatzprodukt haben möchte, der muss zum Beispiel Hefeflocken nehmen. Also natürlich gibt es auch Reibekäse so als Ersatz, aber man kann sich halt auch Hefeflocken kaufen. Und bis man sowas findet und bis dann auch die Hemmschwelle so gering ist, dass man sagt, hey, ich frage jetzt mal die Gedienstete dir. Und die haben dann gesagt, ja, das haben wir gar nicht im Sortiment. Genau, du bist nämlich hier, bei Penny. Penny hat das nämlich gar nicht. Genau. Und das ist dann schwierig. Ich würde nochmal 15.000 hier jetzt von der Bank nehmen, dass wir so ein bisschen einen kleinen Puffer haben. Ja, unsere Hemmschwelle ist jetzt auch schon so gering, was Geld ausgeben angeht. Das ist dann auch so egal. Wir haben ja alles jetzt, ne? Wir haben jetzt alles für die nächsten 5 Folgen. So, und dann war es das auch schon. Ja, ich finde das aber ganz gut. Also ich fand das mit Feld 19 echt schöner und so haben wir jetzt ein solides Feld 19, würde ich sagen. Hier nochmal ein großes Dank an Jakob Fischer.
Ja, ist wirklich so. Wir haben uns jetzt, wie gesagt, einen kleinen Grünstreifen hier an der Seite noch gemacht, damit wir einfach wirklich entspannt da rausfahren können. Muss man ja jetzt mal so weit wirklich zugeben. Ja, ja, ja. Und ganz klar auch hier unten, dass wir einfach besser wenden können. Ja, wir sind ja nicht die großen Fahrer und vor allen Dingen fahren wir ja auch mit riesigen Gerätschaften. Da sollten wir uns selbst mehr Platz einbauen. Nicht täten, brauchen wir einfach mehr Platz. Wir brauchen einfach mehr Platz. Könnten wir nicht fahren. Denn wir sind Ottos, Leute. Wir sind absolute Fahr-Ottos. So. Ich war gerade ein bisschen verwundert, weil die Kartoffeln auf dem Feld 18 wachsen und ich dachte, es wäre Feld 19. Und war gerade echt so ein bisschen, hä, warum sind da Kartoffeln auf unserem Feld? Verdammt nochmal. Warum haben wir jetzt Kartoffeln? Wo kommen die denn jetzt her? So. Ja. Wo ist denn jetzt der Ast, von dem du sagtest, das ist ein Ast für Bauer Chauchi Mürgensen? Ja, musst du mal schauen hier, die sind alle auf der anderen Seite. Hauptsache, du hast da so einen 3-Meter-Stamm. Ja. Ja, hier hast du den hier vorne schon abgekattet. Ja, hast du nicht. Welchen? Oder? Ja, hier müssen wir aber auf jeden Fall cutten, ne? So, weg damit. Mach mal einen Cut. So. So. Schon reingreifen zu das Ding. Oh. Oh, oh, oh. Hier hängt aber noch eine Kleinigkeit. Hängt da noch was dran, ne? Ja, die kann ich auch nicht entfernen. Echt nicht? Ja, aber das, genau, da habe ich auch hier und da ab und zu einfach echt mal Probleme, da irgendwie was abzufriemeln. So, ich werde jetzt erstmal den hier entladen. Entschuldigung, Hexler. Okay, also klappen tut's nicht. Die Frage ist jetzt halt, ob das als Hitbox zählt. Wenn nicht, Vorsicht, bitte. Ah, Moment. Warum kann ich jetzt hier nicht vorbei? Wo hänge ich fest? Irgendwo. Hoffentlich zählt das nicht als Hitbox, sonst merken wir es gleich, indem unser Anhänger umfällt. Ja, aber das sieht jetzt doof aus. Schau mal, jetzt schaut das hier so aus den Dingen raus. So. Ja, ist auch schön. Oh, oh, oh. Irgendwo anheben. Aber vielleicht kann ich jetzt hier von der anderen Seite oder wenn ich hinten drauf hüppe. So, da ist es weg. Einmal kurz mit der Säge angesetzt. Sehr schön. Hast du da noch so einen Kilometerstamm? Wow, 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 wow! Das war knapp. Was denn? Was denn? Ja, ich habe gerade gemacht. Achso, jetzt ist er fast hier entleert, ja? Ja. Puh, das war knapp. Ich würde hier nochmal den hier wegmachen, weil der muss weg. So. Aber wie entlade ich das denn jetzt mit dem Rohr? Also. Ich würde jetzt einfach gesagt, wie voll ist er denn? Er ist jetzt bei 87%. Da ist noch nicht komplett voll, aber. Vielleicht kannst du dann irgendwann Rohr ausfahren oder so. Aber hab ich nicht. Also ich hab hier nix. Na, vielleicht musst du wirklich voll sein, dass das dann aufploppt. Was? Ja. Weil ich kann es natürlich auch einfach hier entladen und dann halt mit einem. Nee, nee, also wir werden das jetzt nicht noch. Aber er hat doch einen Puster. Er hat doch einen Puster, oder? Ja. Oder ja hier. Häcksler aufklappen, hier aufladen, hier abladen. Das klappt doch mal auf. Ja, ja, genau. Jetzt kann ich aber auch nichts anderes machen. Ich kann halt nur ich hier dachte, abladen. Du könntest, hättest das. Und wo entlädt er das dann? Warte mal, der kippt das nach links. Ja, ja. Wenn ich jetzt ein bisschen. Also, warte, dann hole ich mir mal den blauen Traktor. Und pass auf, fahr mal ein Stück so raus, dass ich halt zum Mund noch rangieren kann. Oder stell dich mal wirklich neben den Rudolf. Ja, ja.
Warte, warte. Ich komm zu dir. Na gut. Oh, das war zu scharf. Oder? Ja, die Laterne ist im Weg. Nee, das geht. Oder der Stamm oder so. Ah, guck mal hier, Überladen starten kommt jetzt. Geil, wenn ich nah genug dran fahre, mach mal. Drück ich I. Und jetzt kippt er das da einfach schön rein. Pass mal auf hier. Boah, guck dir das an hier. Das sieht schon cool Hammer. Aus. Hammer! Geiles Gerät. Okay, und halt auch fast voll hier, also ja. 56%, aber schon echt viel. Also du musst mal schauen, dass du jetzt vielleicht maximal noch 10 Tonnen machst, ja? 10 Tonnen, okay. Stelle ich den jetzt erstmal hier hin. Was ist hier mit den Essen? Willst du die einladen oder was ist da die Mission? Die da liegen, ja, die können eingeladen werden, bis auf den großen halt, ne? Eingehäckselt werden. Zerhäckseln. So, diesen riesen Baum hier müssen wir auch wegmachen. Das wird natürlich noch mal ein richtig schöner Stamm. Oh oh. Naja. Schwund ist immer. Machen wir mal schnell das Licht an. Das finde ich halt echt nur schade, dass du halt hier keinen Keil reinschneiden kannst oder so, dass das halt die Baumfellphysik, sage ich mal, ein wenig beeinträchtigt. Ja. Weil das kann ich ja in der Realität auch, ne? Da kann ich Keile reinschneiden, irgendwelche anderen Keile reinschlagen, also da sind ja echt mir schon fast keinerlei Grenzen gesetzt. Das stimmt. Und ich muss gestehen, ich hab selbst auch keinen Kettensägenschein, aber durfte schon mal ein wenig schnippeln. Ah nee, guck mal, hier der Häcksler, das Rohr, was hier ist, das füllt das einfach nur in den Anhänger rein. Das ist einfach überkippbar. Genau, ich dachte nur, dass man das auch. Ja, hatte ich auch gedacht jetzt, aber gut. Dass du das zum Beispiel auch umschwenken könntest. Nee. Weißt du? Aber macht da nichts. Wir brauchen einfach nur einen Anhänger, fahren daneben und können es überladen. Das war auf jeden Fall, sah auf jeden Fall fancy aus. Ah, dann musst du auch wieder drin sitzen im Anhänger, weil du standst ja gerade schon daneben und da ja. Nach rechts. Ja, es wäre halt einfach gut, den Motor anzulassen, ne? Aber gut. Ich bin jetzt gerade nochmal dabei, hier so ein bisschen den Stamm hier zurechtzuschneiden. Ja, ich überlege, ob ich gleich mal hier den Stammhäcksler mal anschmeiße, weißt du? Und hier die ganzen kleinen Ministämme mal wegmache. Upsala! Häcksel. Also ich schnippel die auch echt jetzt hier gerade einen zurecht, ja. Also. Aber ganz ehrlich, wir sind auch schon wieder ein Stück weit besser geworden als beim letzten Mal, als wir es gemacht haben, ne? Ich finde, wir sind jetzt schneller. Das ist halt die Frage, ob das wirklich so ist oder ob wir uns das nur einbilden. Ja, Einbildung ist auch eine Bildung. Nein, das Objekt hier ist zu schwer. Ich muss die hier auf dem Dach jetzt einmal hier komplett zersägen. Kann der Häcksel, der Baumstumpfschneider, kommt er an Trecker dran oder kommt er an den Radlader dran? Mensch, der, du meinst, hoch? Hä? Ich sitze im. Hä? Wo sitze ich? Was bin ich? Ich glaube, wir haben ein Problem. Oh, du bist auf dem Dach! Nee, ich kann mich nicht mehr bewegen. Oh. Ich bin bei mir. Ich sehe gerade, wo ich bin. Ich sehe nämlich mein Licht. Okay, ich bin einfach schnell mal in ein Fahrzeug reingehüpft. Siehst du in meiner Aufnahme bei Minute 23, fast 24, bin ich nämlich nicht mehr auf dem Dach, sondern irgendwo ganz anders. Oh. Ja. Oh. Wo sieht man nur bei mir? Ja, Leute, klicken, ne? Also ganz ehrlich. So. Ja, das hier ist Torwalds, glaube ich. Falls ihr auch mal Chauchis Sicht der Sache sehen wollt und nicht nur meine, dann solltet ihr auch mal auf Chauchis Video klicken. Genau, und wenn nicht, dann klick trotzdem. Ist so.
So, was haben wir denn hier? Ich werfe die jetzt hier erstmal so ein bisschen runter. So, hier alles klein machen, sodass wir hier gar nicht mehr dieses Geäst haben. So. Den Baumstumpf hier kann ich irgendwie gar nicht wegsägen. Komisch. Weil ja. Ja, das dauert immer irgendwie, ne? Also aber ich hab. Ah, jetzt hab ich's, okay. Ja, ich hatte auch irgendwie gar keinen richtigen Hitmarker, weißt du? Also es hat sich überhaupt nichts bewegt. Das war halt ein bisschen merkwürdig. Komm hier nicht ran, was ist da los? Egal. Ich flitze erstmal wieder zum Radlader und schnappe mir den einen Stamm. Leuchten ein, ich merke, es gibt jetzt immer so einen kleinen Leck, wenn ich hier meine Rundumleuchte einschalte. Ja. Schau mal, jetzt kommt hier gleich erstmal ein Riesenstamm. Könnte sogar der größte Stamm sein, den wir hier bisher im Let's Play hatten, glaube ich. Ja. Weiß ich noch nicht, ob ich den jetzt hier mit dem Radlader so greifen kann. Gerade weil hier. Da drehe ich nochmal. Also, das wird halt 19, freut mich, weil. Zum einen sind wir jetzt wieder halbwegs liquid. Ich überlege, ob wir nicht wirklich nochmal ein drittes Windrad holen. Ja. Einfach weil, wie gesagt, innerhalb von einem Jahr hast du ja gesagt, haben sie sich abbezahlt. Auf jeden Fall, ja. Und da wäre eher meine Frage, ob das dann nicht da lohnenswerter ist, weißt du? So, der Baumstamm ist jetzt relativ schnell weg gewesen, das ist gut. Ich verkaufe ja einfach jetzt einmal schnell diese. Die Laterne hier. So, wo haben wir sie? Zack. Straßenlaterne verkaufen, ja. Tschüss, Straßenlaterne. Es war schön mit dir. Und jetzt hier einmal ran. So, jetzt haben wir schon ein paar Baumstämme auf jeden Fall weg. Es wird langsam. Wir kriegen langsam ein bisschen Platz hier rein. Das ist ganz gut. Der ist auch weg. Stamm hier nicht. Oh, hier ist sogar noch ein Ast. Der taucht hier einfach auf. Oh, jetzt habe ich auch eine. Jetzt macht es auch Geräusche. Sehr schön. Was denn? Ja, ich hatte ja, wie gesagt, bisher hat die Säge halt überhaupt so gar keine Geräusche irgendwie gemacht. Die war halt immer an. Die Säge hat keine Geräusche gemacht. Naja, wenn sie irgendwie auf den Baumstamm gekommen ist, weißt du, da ist halt der Baumstamm einfach irgendwann dann verschwunden, aber so richtig. Okay, das ist ja richtig doof. Ja, ob es nicht richtig getroffen hat, ich weiß es nicht, keine Ahnung. Vielleicht wegen dem hohen Gras, ach, ich weiß es nicht. Aber bis jetzt habe ich jeden Baumstamm weggekriegt. Bis auf den einen großen, der ist irgendwie hartnäckig. Was ist denn jetzt hier mit diesem Stamm? Ja, also ich merke, das hier ist so ein Fall für, also auf jeden Fall nicht mehr hier für so einen kleinen Radlader. Ja,
das sieht auf jeden Fall ganz gut aus. Das ist auch weg. Oh Mann. Ich hoffe, das ist auch komplett weg, weil durch das hohe Gras ist es auch ein bisschen schwer, genau zu sehen, ob ich wirklich jeden Millimeter erwische. Sieht auch bisher ganz gut aus. So. Freunde, da ist er. Der so. Größte Stamm in Erlengrad. Okay, da, Alter, da schaukelt ja alles. Ist das auch der Folgenname? Der größte Stamm in Erlengrad. Alter. Okay, nee, dann kannst du mal mit dem LKW kommen. Wenn ich hier groß Kurven fahre, dann ist der Radlader hier gleich auf der Schrägseite. Ja, warte. Muss hier natürlich genau einparken jetzt zwischen hier rein. Schnell, Genro, schnell! Ja, ja. Bin auf dem Weg. Genro, schnell! Der Ast, er fällt. Das glaubt einem mir wieder keiner, ne? Dass der Ast fällt. So. Zu weit. So, sag mal, bist du eigentlich noch auf dem Weg, oder? Ja, ja, ich komme. Aber du weißt, was schnell bedeutet, ja? Ja, 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 ja. Hetz mich nicht. Das ist nicht die gerade die beste Art hier reinzufahren. Hättest du jetzt auch einmal wenden können? Wir haben extra diesen Asphaltstreifen gelegt. Aber Genro mag jetzt halt auch kompliziert. Ich merk schon, jetzt hat man dich so ein bisschen Dingens geholt, ne? Ja, aus deiner Komfortzone. Auf einmal muss er was machen, womit er nicht gerechnet hat hier. Erstmal wenden in 300 Zügen. Komm doch, was willst du denn? Läuft doch. Ich meine, du hast ja auch einfach alles hier in den Weg gestellt, ne? Also Rudolf ist hier, hier ist noch die Zange vom Radlader, da ist noch der New Holland. Ja, aber ich dachte, du packst jetzt halt perfekt hier so nebenein, weißt du, dass ich hier so... Ich arbeite dran. Beweg lieber jetzt nicht meine Zange. Nein, das passt nicht. Ah, warte, warte. Guck mal hier, zack. Dickes Plus, würde ich sagen. Dickes Plus. Und bis dato, Gott sei Dank, noch keinen Schnee. Also wenn es jetzt nicht schneit, dann raste ich aus. Also jetzt nicht, aber so im Allgemeinen, weil im Schnee möchte ich die Stämme auch nicht suchen. Ich würde sagen, wenn wir den Stamm abgelegt haben, dann gibt es einen... Oh, guck mal, der ist vielleicht sogar schon zu lang. Nee. Das hier wäre die Ideallänge, glaube ich, hier für den LKW. Guck noch. Ja, stopp. Stück vor. Ja. Warte, nicht mehr bewegen. Du bist auf dem Dach. Oh. Ein Stück zurück. Ja, ja, perfekt. Ja. Ja. Liegt er drauf? Ja. Upp. Oh, kurz mal mit den Spanngurten. Ja, der hängt ein bisschen drüber, aber es ist doch nicht so schlimm. Ja. Spanngurte regeln. Liegt halt auch daran, weil er gewachsen ist, ne? Wir hätten halt echt die kleinen Äste doch noch bei dir reinwerfen müssen. Ja, da haben wir anfangs ein bisschen zu lasch gesägt, sag ich mal. Kann ja auch ein Stück absägen hier. Nein! Klar. Je länger der Ast ist, desto höher das Profit. Ja. Ist also, ich würde sagen, aber damit legen wir uns ins Bett und erwachen erst in der nächsten Folge, oder? Ich und mein Holz.
Ich und mein Holz HD GDL Forever. Ja, so machen wir's. Ich und mein. Ich und mein Holz. Das Holzi, nehmen wir uns mit. Holzi, Holz. Wir nennen ihn Herbert. Dann hier, nee, da stellen wir zum anderen Holzstück. Ja, so viel zum Thema Profit. Hier wird nämlich das Holz gebunkert. Für schlechte Tage. Ja, genau. Kommt direkt hier auf den Grill. Mal mit der Tischsäge. Ja, du kannst ja ein Stück Holz essen. Ich würde es eher zersägen. So. Holz. In dem Sinne bedanke ich mich fürs Zuschauen. Hier beim Landwirtschafts-Fun-Simulator mit Georgi. Und richtig. So sieht's aus. Bis dahin. Tschüss. Tschüssi. Gute Nacht. Schlaf gut. Geht großen nicht mit Dank Fremden mit. An Jakob Fischer oder ja. Mürgensen oder wer auch immer Feld 19 jetzt hier rehabilitiert hat. Ist so. Liken, teilen, kommentieren nicht vergessen. Ihr Haudegen. Bis dahin. Bis dahin. Tschüss. Tschüssi.